Hallo und herzlich willkommen zu Simtastic. Ich zeige euch heute, wie ihr ein Video aufnehmen könnt. Zunächst einmal müsst ihr dafür wissen, dass Grundvoraussetzung ist, dass ihr das Sims 4 Basisspiel habt. Denn ohne das Basisspiel könnt ihr kein Sims spielen. Natürlich geht das dann auch mit jedem Erweiterungspack, was ihr dann nach dem Basisspiel installiert und gekauft habt. Das ist dann immer gleich, nur wie gesagt, das Basisspiel, das braucht ihr auf jeden Fall. Okay, und dann gibt es zwei Optionen. Einmal diese Taste V. Wenn wir da drauf drücken, startet praktisch mein Spiel diese Video-Option. Das seht ihr da dran, dass mein Bildschirm jetzt gelb umrandet ist. Und wenn wir die Aufnahme beenden wollen, drücken wir nochmal auf V. Dann haben wir hier die Benachrichtigung, dass das gespeichert wurde. Und die andere Option ist, indem wir hier unten in diesen Time-Reiter gehen. Also in diesen Reiter, wo man die Zeit managen kann. Und da haben wir, keine Ahnung, ist das eine Kameralinse? Auf jeden Fall klicken wir da drauf. Das ist das ganz rechts außen. Wenn wir da drüber fahren, steht da Kameraoption. Und dann öffnet sich hier nochmal ein Reiter. Und da haben wir dann die Videokamera in der Mitte. Und wenn wir da drüber fahren, steht ja Videoaufnahme starten, stoppen. Klicken wir drauf. Und schon startet unser Spiel erneut eine Aufnahme. Das können wir jetzt wieder abbrechen, indem wir V drücken. Oder indem wir hier auf dieses Kamerasymbol nochmal drauf drücken und dann auf diesen roten Stopp-Button drücken. Dann auch hier bekommen wir die Benachrichtigung, dass das Video gespeichert wurde. Ja, und das war's dann auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Bei Fragen oder Ähnliches schreibt es gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!